Hallo und willkommen zu Prop Night. Mein Name ist Felix und ich spiele als Überlebende. Und zwar spiele ich hier als Kate. Und starte daher die Runde direkt mit einem Medikasten. So, ich habe viermal lang. Verwandle nämlich da in das Ding. Bin mal gespannt. Was passiert? Wo ist die Killerin? Also ich glaube, ich bin mir sehr sicher, wir spielen gegen eine Nonne. Irgendwie spielt man sehr viel gegen Nonnen. Aber die Nonne ist halt auch ein super... Oh ja, genau. Das war vielleicht gerade nicht der schlauste Move, die Tür wieder aufzumachen. Zurückzukommen, um die Tür wieder aufzumachen. Lauf, 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 lauf. Nicht! Was war denn das? Vor allem, dadurch hat sie mich halt nochmal geschlagen. Ach herrje, Leute. Okay, ich nutze mal direkt meinen Medikasten. Heile mich. Ich heile mich, ja, ich glaube... Ja, das reicht. Wobei, ich heile mich voll, komm schon. Ich habe viel Leben hingegeben, viel Schaden gefressen. Ist die in der Nähe? Hallo? Okay, keine Ahnung. Plötzlich hört man es schreien. Keine Ahnung, wo die ist. Aber gut, hey, durch das Medikit kann ich mich halt direkt wieder voll heilen und muss halt jetzt keine große Angst haben. Also klar, es wäre blöd, wenn sie kommt und mich wieder verletzt, aber sie muss halt wieder mich halt sich mal schlagen. Was halt sehr, sehr mächtig ist. Dass ich halt jetzt diese Macht habe und wieder gesund bin. So, ich hoffe, das Team zieht fleißig Bordmaschinen durch. Ich ziehe meine auch durch. Okay, gleich bei der Hälfte. Ich weiß nicht, wo die Nonne ist, was die Nonne macht. Ist natürlich immer gruselig. Kommt sie von hinter mir? Kommt sie von vor mir? Aber ich denke, vielleicht lässt sie mich hier auch einfach in Ruhe. Vielleicht denkt sie sich hier, die Kate hier, die kann man in Ruhe lassen. Die ist eine Nette. Die muss sie nicht jagen. Nee, Quatsch. Keine Ahnung. Aber sobald ich was höre, muss ich halt abhauen. Am besten, ich laufe hier hoch zu dem Haus. In dem Haus spawnen recht viele Türen. Da kann man halt den Killer ganz gut aufhalten. Da sind auch ein paar kleine Gegenstände, in die man sich verwandeln kann, um schneller durch die Sachen zu hüpfen. Nee, okay, ich dachte, da hinten wäre die Killerin. Jetzt war... Ah, hinter mir! Okay, okay, okay. Ne, das meine ich mit vielen Türen. Okay, das ist nicht gut. Au! Wieso hat er die Tür ge... Hat die mich gekillt aus Versehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war wahrscheinlich nur Pech. Ja, ach, so ein Mist. Schade, ich dachte, ich hüpfe dazu perfekt durch das Fenster der Tür und hau damit ab, aber... Oh, die wird jetzt auch verfolgt. Ich schau ihr mal direkt zu. Okay, sie hat... Sie will versuchen zu stunnen. Ah, es klappt nicht. Okay, er zieht durch. Sie repariert auch voll. Wunderbar. Er läuft hier einfach an ihr vorbei. Mensch, pass auf, die kommt jetzt hinter dir her. Jetzt kann er mich nicht retten. Okay, ist halt schon ja, ganz cool, so hinterher zu schauen und dann die Kamera freizudrehen. Okay, die andere heilt sich. Mensch, Leute, macht keinen Mist. Ich will gerettet werden. Der bleibt versteckt. Boah, es sieht gerade so gut aus. Ich will nicht in die zweite Stuhlphase kommen, die ab 60 Sekunden beginnt. Ihr habt noch 8, 7, 6. Ich glaube, ich komme in die zweite Stuhlphase. 3, ja, 2. Verdammt. Hätte ihr mich nicht zuerst retten können? Na, ich hing wahrscheinlich, ich saß wahrscheinlich in einem ungünstigeren Gebiet. Okay, was macht er? Ihre langsame Rettungsaktion planen. Ah, ist halt wirklich blöd. Weil wenn ich jetzt halt nochmal geschnappt werde, war es das für mich. Ey, 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 mich nicht blocken, bitte. Zieh die Türen, mach die Türen zu, wie ihr wollt. Dort, ich will das Buch sein, danke. Okay, ich habe halt super wenig Leben. Ich will hier lang und mir dort die Münze holen. Okay, ich muss das jetzt ein bisschen defensiver spielen. Also ein bisschen vorsichtiger, meine ich.
Mist, ich darf halt nicht nochmal erwischt werden, ne? Okay, einen Energy Drink. Ich könnte jetzt natürlich versuchen zu reparieren. Die ist schon voll repariert, okay. Wurde die gejagt? Ich hoffe doch nicht. Nee, okay. Die Sache ist, repariere ich jetzt? Nee, ich hüpfe, glaube ich, jetzt lieber noch ein bisschen durch die Gegend und sammle noch ein paar Münzen auf. Ich weiß, damit bin ich halt flüssiger als Wasser für mein Team. Aber andererseits, es nützt halt nichts, wenn ich mich irgendwo hinsetze und danach halt sofort wieder klein gehe und dann halt komplett tot bin. Daher will ich es jetzt auch nicht übertreiben. Sondern halt lieber ein bisschen sicherer spielen. Wobei, wenn ihr dort gerade weggeht, hier ist auch kein... Okay, vielleicht kriege ich so doch so vielleicht noch ein paar Münzen. Wie viel Leben habe ich? Ich habe wieder 40 Leben. Heißt, ich halte einen Schlag aus. Aber ich glaube, wenn sie danach schreit, könnte es eng werden. Okay, das reicht mir. Ich habe genug Münzen. Ich habe genug Münzen, um mir was aus der Kiste zu holen. Ist natürlich jetzt sehr ängstlich, aber meine Güte. Ich will auch überleben. Okay, ein Helm ist sehr gut. Es gibt mir halt noch einen Treffer mehr, den ich halt nutzen kann. Und ich meine, ja, das Team, es leben ja immerhin noch drei andere, die halt auch effektiv sein können. Ist die Nonne weg? Ich hoffe. Ja, die ist da oben lang. Check jetzt wieder dort unten. Wir haben den nächsten Gen durch. Ich meine, hier ist auch recht weit. Wenn sie herkommen sollte, direkt Energy Drink rein und abhauen. Und hoffen, dass sie mich in Ruhe lässt und jemand anderen sich sucht. Aber ich glaube, mit dem lila Energy Drink komme ich schon so weit, dass ich da ganz gut dabei bin. Okay, das haben wir. Ich würde gerne diese Münze mir noch holen. Dann hätte ich wieder genug für noch ein Item. Ich meine, ich habe immer noch nicht volles Leben. Hier hinten spawnt wieder eine Münze. Perfekt. Die Münze hier. Die habe ich jetzt wie oft schon aufgesammelt? Dreimal? Das ist schon echt gut. Ja, man muss sich halt die Spawnpunkte merken. Fotoapparat. Perfekt. Jetzt bin ich eigentlich ganz gut gewappnet. Welche Gens sind übrig? Ich glaube, dort ganz hinten ist einer. Okay, der und. Dort, ja. Ich glaube, in den Map-Ecken wäre noch einer gewesen. Also, waren halt alle. Heißt, ja, jemand anders hat es durchgezogen. Okay. Bin ich versteckt? Ich hoffe. Okay, sie geht wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, das Tor dort hinten ist offen. Ich muss es nicht drauf anlegen. Wenn das Tor dort hinten offen ist, hau ich nach dahin ab. Okay, Energy Drink rein und in Super Speed raus hier. Oh, die andere wird verfolgt. Die hat keine Laufanimation. Keine Ahnung, was das gerade war. Oh, kann die Nonne das Tor versperren? Hier. Also die Nonne kann zumindest das Tor verfluchen, aber bringt das was? Okay. Okay, das war schon echt knackig. Noch ein Schlag und sie wäre down gewesen. Hätte sie sich in was Kleineres verwandelt, hätte die Nonne sie bekommen. Aber hey, gut gespielt. Wir sind entkommen. Die Killerin war auch recht gut dabei. Wir haben zum Glück halt die Gens so aufgeteilt, dass halt dann die letzten in den Map-Ecken waren und sie dadurch halt nichts Nahes beieinander halten konnte. Aber hey, gut gespielt. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss!